Meine Hände verkrampften sich am Lenkrad. Ich bin angespannt, fühle mich verfolgt und beobachtet. Immer wieder schaue ich auf das Armaturenbrett, in die Aushöhlung, wo sich vorher das Radio befunden hat. Ich habe es auf Helchesters Anraten hin ausgebaut, damit ich keine Durchsage kriege, während ich unterwegs bin. Es ist mehr die Unsicherheit als wirkliche Angst, die mir zu schaffen macht. Ich meine, es ist eh zu spät. Ich stecke tief in der Scheiße, was will ich daran ändern? Aber es liegt an mir, ob noch andere damit reingeraten oder nicht. Ich drücke aufs Gas und überhole die anderen Autos, die noch an der Ampel stehen, als ich schon längst über die Kreuzung hinweg bin. Dann werfe ich noch einen kurzen Blick auf die Karte, die mir Helchester gegeben hat. Gleich bin ich da. Nachdem er mich losgebunden hatte, verglichen wir unsere gesammelten Informationen. Viel kam dabei nicht rum. Die meisten Dinge deckten sich. Candle Cove, eine Kindershow, die nur auserwählte Personen sehen können und die diese Menschen in die Besetzung schleppt oder mit der Psyche ihrer Fans spielt. Ursprung unbekannt. Also entschlossen wir, das Einzige zu tun, was uns noch blieb. Weitere Kontakte abgrasen. Helchester sagte mir, er würde sich bei mir melden, wenn er etwas hören würde. Dann verließ er das Haus. Die nächsten Tage sammelte ich alles an Informationen, was ich in die Finger bekommen konnte, beginnend mit all dem, was ich selbst in Erfahrung gebracht habe, zeichnete die Charaktere notgedrungen nach, wie die Opfer sie beschrieben haben, verzeichnete die Orte, in denen etwas geschehen war, zog die Verbindungen, sammelte eigene Thesen und Fragen. Dann endlich meldete sich Helchester bei mir und gab mir eine Adresse, bei der ich mich melden solle. Er selbst war hinter einer anderen Spur her, weswegen er mich bat, diese Sache zu erledigen. Ich suchte die Adresse raus, die zu einer psychiatrischen Anstalt gehörte, setzte mich ins Auto und machte mich auf den Weg. Ich parkte am Straßenrand und steige aus, betrachte die Anstalt mit kritischem Blick. Es sieht anders aus als erwartet, ja, fast schon gemütlich. Ich betrete sie durch den Haupteingang und mich erwartet ein heller, freundlicher Eingangsbereich. Insassen sowie Besucher bewegen sich ohne Scham und Probleme frei herum und ich empfinde zum ersten Mal seit langem eine gewisse Form von Entspannung. Mit einem freundlichen Grinsen gehe ich auf die Frau an der Rezeption zu. Guten Tag, junge Dame. Schönen guten Tag. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich bin auf der Suche nach einer Mrs. Chelsea. Könnten Sie mir einen Tipp geben, wo ich sie finde? Mrs. Chelsea, sind Sie ein Angehöriger? Nein, ich bin nur ein alter Freund von ihr. Nun gut, sie ist in unserem geschlossenen Trakt. Ich werde sofort einen Pfleger rufen, der sie dorthin bringt. Einen Moment bitte. Hallo, Matt? Ich habe hier einen Besucher für die geschlossene Abteilung. Magst du ihn kurz abholen? Ja, danke. Er ist auf dem Weg. Gut, danke. Ah, da sind Sie ja. Schönen guten Tag. Ich werde Sie jetzt zu der Patientin bringen. Bitte folgen Sie mir. Wieso sitzt die Dame in der geschlossenen Abteilung? Ist sie gefährlich? Ich dachte, Sie seien ein alter Freund. Naja, es steht mir nicht zu, das zu hinterfragen. Also kann es mir eigentlich auch egal sein. Ja, sie ist gefährlich. Zumindest könnte sie es sein. Sie hat damals ihren Psychiater getötet und sich dann selbst einweisen lassen. Oh, ich verstehe. Wissen Sie denn, wieso sie ihn getötet hat? Sie meinte, er hätte versucht, sie fortzubringen. Mehr hat sie dazu auch nicht gesagt. Da der Mann aber ein guter und geachteter Mann war, hat man ihr die Geschichte einer geplanten Entführung nicht geglaubt. Letztendlich wird sie ihr restliches Leben hier drin verbringen. So, da sind wir. Ich schließe Ihnen die Tür auf. Ich trete ein in eine Art Wohnzimmer, zumindest von der Einrichtung her. Es vermittelt nicht im Ansatz die Atmosphäre einer Einzelzelle, sondern eher einer sehr kleinen Wohnung. Auf der Couch sitzt eine Frau mittleren Alters, die jedoch deutlich auf die 50er zugeht. Sie lächelt mich an und erhebt sich, um mich zu begrüßen. Oh, Besuch. Das habe ich hier selten. Schön, Sie kennenzulernen, junger Mann. Die Freude ist ganz meinerseits, Mrs. Chelsea. Mein Name ist Jensen Zimmer und ich brauche Ihre Hilfe. Sie brauchen meine Hilfe? Wobei könnte eine Frau in meiner Situation Ihnen denn helfen? Ich spare mir das übliche Schönreden und komme direkt auf den Punkt. Es geht um Candle Cove.
Was? Verschwinden Sie! Nein, Mrs. Chelsea, bitte lassen Sie mich ausreden. Ich will Ihnen nur die Situation erklären. Es geht... Nein! Ich will nichts davon hören. Hauen Sie ab. Los! Mrs. Chelsea, es geht hier um Menschenleben. Ich brauche Ihre Hilfe. Bitte. Mrs. Chelsea? Alles okay? Sie wirken aufgebracht. Soll ich den Besuch entfernen? Nein, es ist alles in Ordnung. Sie haben 3 Minuten, um mir zu erklären, was Sie hier wollen. Ich erzähle Mrs. Chelsea die ganze Geschichte. Von dem Verhör mit Mr. Maiden über die Geschichten von Mrs. Wall und dem unbekannten Selbstmörder. Und schließlich auch von meinen eigenen Erfahrungen. Während ich rede, schaut sie mich ununterbrochen mit einem ernsten, abschätzenden Blick an. Sie äußert sich nicht, bleibt still, selbst nachdem ich aufgehört habe zu reden. Sieht mich nur weiterhin an. Dann endlich öffnet sie den Mund. Okay. Was kann ich für Sie tun? Vielen Dank, Mrs. Chelsea. Ich muss die ganze Geschichte wissen, was Ihnen passiert ist. Es ist wirklich wichtig, dass Sie mir alles, was mit Ihrer Begegnung mit Candle Cove zu tun hat, erzählen. Nun gut. Also, ich hatte einen Termin bei einem neuen Psychologen, einen Spezialisten. Herein. Hallo, Doktor. Mrs. Chelsea, schön, dass Sie es geschafft haben. Setzen Sie sich, bitte. Also, weswegen sind Sie hier? Wir müssen nicht darüber reden, wenn Sie das nicht wollen. Ich dachte, das ist es, worum es in Ihrem Beruf geht. Reden. Ich würde sagen, dass es in meinem Beruf mehr um Vertrauen geht, Mrs. Chelsea. Ich kann nicht erwarten, dass Menschen, die mir nicht vertrauen, mit mir über ihre Ängste und Probleme reden. Die Stunde liegt also ganz in Ihren Händen. Ich werde mit Ihnen reden. Immerhin war die Therapie meine Idee. Man hat mir gesagt, dass es nicht notwendig sei, weil es nur ein einziger Vorfall war, aber ich hielt es trotzdem für eine gute Idee. Okay. Erzählen Sie mir, was passiert ist. Es war nur eine Zeichnung am Bürgersteig. Wie eine Art Signatur. Verstehen Sie? Künstler setzen sich überall in der Stadt und ich war mit meiner Familie einkaufen, als sie meinen Sohn auffiel. Es war ein Skelett mit einem Zylinder und es hatte die Worte Samstag darunter stehen. Was denken Sie, bedeutet das? Das klingt nach Baron Samedi. Nach wem? Er ist eine Erscheinung, ein Voodoo-Geist. Er wacht über die Toten und wird üblicherweise mit einem Totenschädel und einem Zylinder dargestellt. Samedi bedeutet Samstag. Das war also die Zeichnung, die Sie erschreckt hat? Ich hatte eine Art Anfall, als ich sie gesehen habe. Die Ärzte meinten, ich hätte eine Panikattacke. Ich wurde sogar ins Krankenhaus gebracht. Und? Haben Sie etwas herausgefunden? Man sagte mir, dass körperlich nichts falsch gewesen sei. Sie vermuteten, dass es an Stress und Schlafmangel gelegen habe. Und sie sagten, ich solle mir nicht allzu viele Gedanken machen, solange es nicht noch einmal passiert. Doch das hat mich nicht wirklich beruhigt. Ist Ihnen etwas Ähnliches schon einmal zuvor passiert? Einmal, ja. An dem Tag, als mein Sohn gestorben ist. Sie sagten doch, dass Ihr Sohn derjenige war, der den Stempel entdeckt hat. Das war mein jüngster Sohn, Dylan. Ich hatte einen älteren Sohn, Jonah. Aber er wurde vor 5 Jahren ermordet. Mein herzliches Beileid, Mrs. Chelsea. Darf ich Sie fragen, ob Sie nach dem Vorfall irgendeine Form von psychiatrischer Unterstützung in Anspruch genommen haben? Nein. Ich war zu sehr mit Dylan beschäftigt, verstehen Sie? Ist das nicht seltsam? Am selben Tag, an dem Jonah gestorben ist, habe ich herausgefunden, dass ich erneut schwanger war. Und ich vermute, ich habe einfach meine ganze Konzentration in die Schwangerschaft gesteckt. So dass ich an nichts anderes mehr denken konnte. Und das habe ich nicht getan. Jahrelang. Erst diese Woche wieder. Soll ich über den Mord sprechen? Wie ich bereits gesagt habe, Sie müssen nichts ansprechen, wenn Sie das nicht wollen. Ich werde darüber sprechen. Jonah
war 15. Ich habe ihn bekommen, als ich noch in der Highschool war. Er war wie gesegnet. Er spielte Cello und Klavier. Und er wurde Orgelspieler in unserer Kirche. Das war's, was ihm Probleme bereitet hatte letzten Endes. Und der Priester war mit meinem Ehemann befreundet, Jonas Stiefvater. Und er liebte es, Jonas spielen zu hören. Deswegen setzte er ihn an die Orgel. Jeder liebte ihn. Es war nicht nur sein Talent. Er war charismatisch. Man könnte sagen, er hatte das Charisma eines Performers. Es tut mir leid. Es fällt mir echt schwer, darüber zu sprechen. Es ist alles okay, Mrs. Chelsea. Wollen Sie das Thema wechseln? Ich habe bereits so viel gesagt. Etwas, was die Menschen an Jonah gemocht haben, war, dass er nicht nur bekannte Melodien spielt, sondern auch ein paar eigene Lieder, vor und nach der Messe. Er komponierte seine eigenen Lieder. Sie klangen etwas eigenartig, aber jeder mochte sie. Naja, beinahe jeder. Eines Tages kam ein Mann nach der Kirche zu uns und bat Jonah aufzuhören. Er bat ihn, mit dem Spielen aufzuhören? Nun, zumindest seine Eigenkomposition. Er schien sehr aufgewühlt, wirkte, als hätte er seit Tagen nicht richtig geschlafen, war womöglich betrunken. Er sagte uns, dass das Lied, das Jonah an dem Tag spielte, falsch klang, irgendwie, dass es ihn verrückt machen würde. Er schrie uns auf dem Parkplatz an. Schrie, dass wir nicht verstehen würden, was wir da tun, dass er sein ganzes Leben damit verbracht hatte, vor dieser Musik zu fliehen. Es hat keinen Sinn ergeben, was er da von sich gegeben hat. Erzählen Sie mir von dem Lied. Es war seltsam, jetzt wo Sie es erwähnen. Es war munter. Es erinnerte mich an den Zirkus aus irgendeinem Grund. Das machte Sinn, denn wer Jonah kannte, wusste, dass er die Menschen immer zum Lachen bringen wollte. Ich habe ihn in seinem Zimmer üben gehört. Ich fühlte mich unwohl, als ich dieses Lied zum ersten Mal gehört habe. Und was war mit diesem Mann von der Kirche, der Sie und Ihre Familie angeschrien hat? Nach dem Geschehen auf dem Parkplatz ist er einfach weggerannt, nachdem er uns zu Tode erschreckt hatte. Doch er kam in der Woche darauf zurück. Dieses Mal mit einer Waffe. Mrs. Chelsea. Es war der Tag der Toten. Der 1. November. Ich erinnere mich daran. Jemand hatte ein Geschenk für Jonah auf die Orgel gelegt. Es war nur ein kleiner Jux. Sie kennen diese kleinen Dekorationen, diese kleinen Statuen von Skeletten, die alltägliche Dinge tun. Skelette mit Schürzen, die kochen, oder ein Skelettfriseur mit einer Schere und einer Rasierklinge. Oder ein Therapeut. Ich habe einen Skeletänen-Therapeuten sogar mit einem Patienten auf der Couch. Eine meiner Patienten hat sie mir geschenkt. Ich fand es amüsant. Oh. Naja, auf jeden Fall. Dieses Skelett spielte auf einem Klavier. Jonah war begeistert. Er zeigte es jedem und alle teilten seine Begeisterung. Dann begann er zu spielen. Jedem gefiel es. Als er das Lied fast beendet hatte, stand der Mann vor der vorherigen Woche auf. Und dann... Wo ist dieser Mann jetzt, Mrs. Chelsea? In einer psychiatrischen Heilanstalt. Ich habe ihn ein paar Mal besucht. Er hat viel geweint und mir gesagt, wie leid es ihm tut. Aber er sagte, wir müssen verstehen, warum er es getan hat. Ich weiß nicht, warum er das gesagt hat. Aber ich erinnere mich gerade an etwas betreffend der Figur, die Jonah geschenkt gekriegt hat. Das Skelett trug einen Zylinder. Wissen Sie? Ah,
Also, die Zeichnung hat sie daran erinnert? Nein, das war's nicht. Ich meine, es hätte mich daran erinnern sollen, aber... Doktor, ich habe bis heute noch niemandem davon erzählt. Aber an dem Tag, als Jonah starb, war jeder sicher, dass meine Hysterie an seinem Tod lag. Doch sie hatte schon vorher begonnen. Nämlich, als ich die kleine Figur auf der Orgel gesehen habe. Etwas an ihr, dem Skelett mit dem Zylinder, machte mir Angst. Es verängstigte mich so sehr, dass ich aufstehen und Jonah anschreien wollte, dass er wegrennen soll. Doch ich war wie erstarrt und konnte mich nicht bewegen. Währenddessen hatte der Mann mit der Pistole... Es ist okay, Mrs. Chelsea. Und Sie sind sicher, dass die Panik schon vor dem Schuss angefangen hat und nicht danach? Ja. Ich bin mir sicher. Das Skelett mit dem Zylinder. Dieses Bild hat Sie also verängstigt. Können Sie mir sagen, wieso das so ist? Ich weiß es leider nicht. Können Sie sich denn erinnern, wann Ihnen dieses Bild zum ersten Mal begegnet ist? Also, als ich klein war, hatte ich diesen Albtraum. Da war ein kleines Mädchen in einem Raum. Waren Sie das Mädchen? Es könnte sein, aber es ist schwer zu sagen. Wer immer sie war, sie saß in einem dunklen Raum und sie weinte. Und überall um sie herum waren diese Marionetten. Oder Puppen? Und sie schrien. Die Puppen schrien? Ja, sie alle schrien und schrien. Und das kleine Mädchen weinte. Hatten Sie diesen Albtraum oft? Als ich 5 war, jede Nacht. Inwiefern besteht eine Verbindung zwischen Ihrem Traum und dem Skelett mit dem Zylinder? Das war eine der Puppen. Das war das erste Mal, dass ich diese Figur gesehen habe. Also nicht gesehen, aber... Es ist meine früheste Erinnerung. Ich verstehe. Haben Sie Ihren Eltern von dem Traum erzählt? Ja, habe ich. Sie haben daraufhin den Fernseher weggestellt. Warum? Sie meinten, ich hätte diese Albträume wegen etwas, das ich im Fernsehen gesehen habe. Können Sie sich daran erinnern? Nein. Und das konnte ich auch damals nicht. Doch sie bestanden darauf. Es war eigentlich ziemlich seltsam, wenn ich so darüber nachdenke. Es schien ihnen irgendwie Angst zu machen. Natürlich ist es schwer, sich zu erinnern. Ich war so jung, verstehen Sie? Natürlich. Haben Sie den Traum auch heute noch? Nein. Das heißt, nicht bis vor kurzem. Aber Sie hatten ihn erneut. Ja. Kurz nach der Sache mit dem Stempel und der Panikattacke. In der darauffolgenden Nacht, um genau zu sein. Aber nur dieses eine Mal. Und das war das erste Mal nach 40 Jahren, soweit ich mich erinnere. Es ist doch normal, einen Traum noch einmal zu haben, nachdem man etwas sieht, das einen an diesen erinnert, oder? Wir arbeiten hier nicht mit Begriffen wie normal oder abnormal, Mrs. Chelsea. Ich würde sagen, dass es erwähnenswert ist, dass Sie diesen Traum nach so langer Zeit erneut hatten. Doch ich denke nicht, dass es etwas ist, worüber Sie sich Gedanken machen müssten. Darf ich Sie fragen, ob etwas an diesem Traum dieses Mal anders war? Ja. Und was war es? Eine der Puppen. Sie sah aus wie Jonah. Es ist okay zu weinen, Mrs. Chelsea. Hier, trocknen Sie sich Ihre Tränen. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr schlimm für Sie war. Doch es ist wichtig, nicht zu vergessen, dass Träume die Wege unseres Geistes sind, wenn dieser uns etwas mitteilen will. Können Sie sich an andere seltsame Träume über Ihren ältesten Sohn erinnern? Nach seinem Tod hatte ich eine ganze Weile einen Traum, wo ich am Ufer des Meeres stand und ihm hinterherblickte, wie er auf einem großen Schiff davonsegelte. Das ist eine weit verbreitete Vorstellung. Nein, nicht so wie Sie es meinen. Es war, als würde etwas mit dem Schiff nicht stimmen.
irgendetwas Schreckliches. Und die Menschen, die bei ihm waren, sie waren keine Menschen. Keine normalen. Ich hatte das Gefühl, sie würden ihn entführen, verstehen Sie? Sie verschleppten ihn, als wären sie... Piraten? Genau, so ist es. Und ich habe Musik gehört. Seltsame, verdrehte Zirkusmusik. Sie klang ein bisschen wie das Lied, das Jonah in der Kirche gespielt hat. Wissen Sie, jetzt, wo ich darüber nachdenke, er hat mir damals erzählt, dieses Lied wäre ihm als erstes Mal in einem Traum gekommen. Es könnte ein Traum über ein Schiff gewesen sein. Ja, ich habe damals nicht genau zugehört. Ich erinnere mich daran, dass ich sogar einen Anruf vorgetäuscht habe, nur damit ich nicht weiter über diesen Traum reden hören musste. Ist das nicht schrecklich? Aber zu diesem Zeitpunkt hat es mich sehr durcheinandergebracht, von diesem Traum zu hören. Lassen Sie uns weitergehen. Gab es in der letzten Zeit andere Ereignisse, die Sie beunruhigt haben? Irgendwelche Ungereimtheiten, die Ihre tägliche Routine unterbrochen haben? Ich bin mir nicht sicher, was davon wichtig sein könnte. Nun, alles könnte wichtig sein. Wir können nicht sicher sein, solange wir nicht darüber reden. Also, vor ein paar Wochen, vor meiner Panikattacke, war ich in einem Spielzeugladen. Ich habe versucht, etwas für Dylan zu finden. In dieser Woche war sein 5. Geburtstag. Und ich fand dieses Ding. Es war eine Puppe, wissen Sie? Aber keine gewöhnliche. Sie erinnerte an einen kleinen Piraten, doch ihr Kopf war von einer Porzellan-Babypuppe, wie sie es früher gab. Sie sah wie etwas aus, das ein Serienkiller in seinem Keller verstecken würde. Und das hat sie gestört? Nun, sie war schrecklich hässlich. Ich fragte die Besitzerin des Ladens danach und sie sagte, sie hätte sie beim Aufräumen des Lagerraums gefunden. Sie hatte keine Idee, woher die Puppe stammt. Sie war sich auch nicht sicher, ob sie sie verkaufen sollte oder nicht. Ich sagte ihr, sie solle sie wegwerfen. Dieses Ding machte mir Angst. Ich vermute, im Nachhinein klingt das lächerlich. Warum sollte so etwas Einfaches wie eine Puppe so einen Einfluss auf mich haben? Um ihre Haut zu malen. Was? Ich sagte, manche Dinge gehen unter die Haut. Ich dachte sie... Na, egal. Da war noch etwas anderes. Als ich das Zimmer von meinem Sohn geputzt habe, dachte ich, ich hätte dort genau die gleiche Puppe gesehen. Sie dachten es? Ja, als ich unter dem Bett gewischt habe, ist mir etwas aufgefallen. Es war ein rotes Bandana. Und ich sah das Gesicht der kleinen Puppe, sah mich an mit diesen stechend aufgemalten Augen. Und ich schreckte zurück. Aber als ich erneut nachgesehen habe, war sie nicht mehr da. Ich habe mir gesagt, dass ich mir das wahrscheinlich nur eingebildet habe. Aber ist all das wirklich wichtig? Auf jeden Fall, Mrs. Chelsea. Ich würde sagen, wir machen große Fortschritte. Bei all diesen Dingen müssen Sie hineingehen. Was haben Sie gesagt? Sie müssen in sich hineingehen, verstehen Sie? In Ihre Probleme. Aber warum haben Sie das beim ersten Mal so seltsam gesagt? Ich fürchte, ich verstehe nicht. Doktor, ich... Lassen Sie uns weitermachen. Es scheint, als würden Ihre Panikattacken von bestimmten Bildern getriggert werden. Sagen Sie mir, ob es noch andere Fälle gab. Ich... Erzählen Sie es mir, Mrs. Chelsea. Bitte. Meine Nachbarn, sie hatten so eine Halloween-Deko auf ihrem Haus, und zwar wochenlang. Eine der Dekofiguren war eine Art Skelett, die vor ihrem Fenster hing. So eine, wie man sie in Drogeriemärkten kaufen kann. Ich erschrak, als ich es sah. Es schien direkt in mein Haus zu starren. Die Augen waren viel zu groß für den Kopf. Das hat mich gestört. Ich hatte so ein unangenehmes Gefühl, als ich sie das erste Mal gesehen habe. Mein erster Gedanke war, er hat mich gefunden. Dieser Gedanke ist mir einfach durch den Kopf geschossen. Und schon eine Sekunde später hätte ich nicht erklären können, was das zu bedeuten hatte. Aber das
Das war es nicht, was mir Angst gemacht hat. Was war es dann? Nun, meine Nachbarn hatten alle andere Dekorationen von ihrem Haus entfernt. Nur diese eine hatten sie behalten. Jeden Morgen sah ich, wie sie in mein Haus starrte. Als ich diese Figur gegenüber meiner Nachbarin beiläufig erwähnte, es sei immerhin schon Thanksgiving und vielleicht in der Zeit, die Halloween-Dekoration abzunehmen. Wissen Sie, was sie da gesagt hat? Ich verstehe nicht, was du damit meinst. Ich habe sie doch schon vor Wochen entfernt. War sie noch da, als Sie nachgesehen haben? Nein. Denken Sie, dass sie überhaupt jemals da war? Ich weiß es nicht. Worüber haben Sie sich sonst noch Gedanken gemacht? Dylan, es ist ein sehr fröhliches Kind, wie sein Bruder es war. Und sie sehen sich sehr ähnlich. Allerdings ist er kein Musiker. Dafür zeichnet er. Waren seine Bilder in letzter Zeit etwas merkwürdig? Woher wissen Sie das? Nur gut geraten. Fahren Sie fort, Mrs. Chelsea. Mir schwindelig. Ich fühle mich, als würde der Raum sich bewegen. Das bilden Sie sich nur ein. Erzählen Sie mehr über Dylans Bilder. Sie sind von einem Schiff, aber kein normales. Es hat eine Galionsfigur am Bug, die viel zu groß ist. Und sie konnte sprechen. Die Galionsfigur hat gesprochen? Ja. Woher wissen Sie das? Es war immerhin nur ein Bild. Weiß es einfach. Und er malt es jetzt seit Wochen. Immer und immer wieder. Und manchmal zeichnet er auch andere Dinge. Schreckliche Dinge. Und Sie haben sie erkannt? Ja. Mrs. Chelsea, woher kannten Sie diese Dinge? In meinen Träumen. Und Fernsehen. Im Alter von 5 Jahren. Diese Show kam täglich. Und sie hat mir Angst gemacht, doch ich habe sie trotzdem geguckt. Und wenn ich versucht habe, sie mit meinen Eltern zu gucken, sagten sie... Sie sagten... Was haben sie gesagt? Dass es diese Show gar nicht gab. Und ich habe nicht verstanden, was sie damit meinten. Es war die Zeit, wo die Albträume begonnen haben. Und ich erinnere mich jetzt daran, dass ich damals zum ersten Mal das seltsame Lied gehört habe, welches auch Jonah gespielt hat. Das war der Grund, warum es mich so fertig gemacht hat. Dieses Lied. Es erinnert mich an diese Show. Und ich denke, das war auch die Ursache, weshalb der Mann in der Kirche so aufgebracht war. Es scheint, hatte ich alles verdrängt, während ich aufwuchs. Doch Sie haben es nicht vergessen, richtig? Man vergisst niemals die wichtigsten Erinnerungen aus der eigenen Kindheit. Anscheinend nicht, nein. Und wir haben Sie auch nicht vergessen. Was? Ich sagte, dass Sie auch nicht vergessen. Nein, haben Sie nicht. Sie sagten wir. Wir haben sie nicht vergessen. Nun, es stimmt. Wir haben dich nicht vergessen. Wir haben auf dich gewartet, Janice. All die ganzen Jahre. Dr. Horace, warum lachen Sie? Ich bin kein Doktor. Und wie Sie sehen, handelt es sich auch nicht um eine Arztpraxis, nicht wahr? Es ist die Kabine eines Schiffes. Deshalb bewegt sie sich. Deshalb wurde ihnen schwindelig. Was? Was passiert hier? Du kommst mit mir auf ein Abenteuer auf hoher See, Janice. Genau so eines, wie du es als kleines Mädchen im Fernsehen gesehen hast. Wie die Abenteuer, die wir nur für dich gemacht haben. Hören Sie auf zu reden. Und nennen Sie mich nicht so. Mein Name ist nicht Janice. Doch er könnte es sein. Du bist genauso gut als Janice wie jede andere. Und denk mal nach, wie viel besser dein Leben wäre. Janice hatte keinen ermordeten Sohn. Janice musste sich nie darum sorgen, dass sie ihren Verstand verliert.
Janice hatte die ganze Zeit nur Spaß und Abenteuer. Aber sie waren so schrecklich. So angsteinflößend. Naja, als Kind ist doch alles angsteinflößend, nicht wahr? Doch hab keine Angst, du wirst nicht alleine sein. Alle deine alten Freunde sind hier. Und wir haben sogar ein paar Neuzugänge. Sogar Jonah ist hier. Jonah? Jonah? Oh ja, er ist uns ein wundervolles kleines Crewmitglied gewesen. Und er hat auf dich gewartet. Stell dir vor, wie wundervoll es sein wird, ihn wiederzusehen. Und du siehst die anderen auch wieder. Eine große, glückliche Crew, die auf dich wartet. Und was ist mit Dylan? Dein anderer Junge? Mach dir keine Sorgen um ihn. Auch er wird zu gegebener Zeit dazustoßen. Hör genau hin, Janice. Hörst du das? Ich höre eine Stimme. Und? Was sagt sie? Ich will nicht zuhören. Ich will hier nicht sein. Ich will nach Hause. Das ist dein Zuhause, Janice. Dies ist das Zuhause, das wir für dich geschaffen haben, welches auf dich gewartet hat. Das Zuhause, in dem du für immer bleiben wirst. Die Stimme, die du hörst, das ist die Stimme deines neuen Zuhauses. Ich... Was sagt es, Janice? Was sagt es zu dir? Sagt das, dass ich hineingehen muss. Mehr weiß ich nicht mehr. Nur noch, dass ich neben einem toten Psychiater aufgewacht bin. Ich habe ihn mit der Figur erschlagen, die er von seinem Patienten gekriegt hat. Eine bittere Ironie, nicht wahr? Und ist seitdem noch was passiert? Ja, Sie haben Dylan geholt. Mein Mann hat sich daraufhin das Leben genommen. Sie sind auf der Laughingstock. Das sagt mir mein Gefühl. Das hier drin ist keine Maßnahme, um die Welt vor mir zu schützen, sondern der einzige Weg, für mich Sicherheit zu empfinden. Vielen Dank, Mrs. Chelsea. Ich weiß, dass es schwer gewesen sein muss, mir das alles zu erzählen. Doch Sie haben mir sehr weitergeholfen. Mr. Zimmer? Bitte. Bereiten Sie der Sache ein Ende. Versprochen.